Gesellschaft ja bereits ist, ein ganzes Institut ja an der Rettung beforscht, diese Mensch-Tier-Beziehung ausführlichst, und wir wissen um die Rollen, die die Tiere tagtäglich mit uns einnehmen, ob es jetzt Haustiere sind, Hund, Katz, Meerschweinchen, Hamster, im tagtäglichen Leben als Begleittiere, als Heimtiere, als Freund, als Partner oftmals. Wir wissen aber auch, dass viele gehen am Sonntag gerne in den Zoo, weil wir gerade vor Dr. Schatter hier haben. Viele essen Eier, Wurst, greifen zu Medikamenten, wenn sie Kopfe haben und andere Krankheiten haben. Das ist alles selbstverständlich und keiner denkt irgendwie daran, dass das alles mit Tierschutz verbunden ist, intensiv mit Tierschutz verbunden ist, mit Tierwohl verbunden ist. Und dieses Bewusstsein, glaube ich, braucht es. Das müssen wir deutlich wieder in den Mittelpunkt rücken, und wir müssen einfach der Gesellschaft wieder irgendwie plakativ machen, woher der Schnitzel kommt, was am Sonntag gegessen wird, und wie Tiere auch in der Landwirtschaft, in der Nutztierhaltung artgerecht gehalten werden. Was heißt auch moderne Landwirtschaft, was heißt moderne Schlachtung, das ist alles